Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Ausgabe mit den letzten 2 Tagen im Jahre 1. Den letzten 2 Tagen im normalen Stardew Valley. Nutzen, nutzen, nutzen. Mehr sage ich dazu nicht. Und ich verabschiede mich mal kurz. So. Weiter geht's. Wir sind jetzt in den letzten 2 Tagen im Winter, im ersten Jahr. Oh, müssen wir noch nutzen. Wir brauchen noch Kohle. Ja, die werden nicht mehr fertig wahrscheinlich. Danke, dass du mir geholfen hast, das Tal zu sammeln. Die Gewässer sehen viel sauberer aus. Ich denke, jeder wird es zu schätzen wissen. Ich auf jeden Fall. Als Dankeschön wollte ich dir beibringen, wie du deine eigenen Fasern anbauen kannst. Ich hoffe, es ist nützlich. Faser sah gut, okay. Was sind Fasern? Und wo sind sie? Fasern, sagen Pflanze sie zu jeder Jahreszeit erfolgt keine Bewässerung mit der Sense ernten. Okay, was sind Fasern? Okay. Ja, die werden leider nicht mehr fertig. Das ist ein bisschen schade. Das würde mich sehr wundern, wenn die morgen jetzt dann fertig poppen. Ich glaube, die brauchen Enten so 2 Tage länger gebraucht. Das ist schade. Schade, schade, schade. Bist du jetzt erwachsen? Kann ich jetzt Ziegenkäse von dir kriegen? Das wäre mega nice, jetzt Ziegenkäse von dir zu kriegen. Wen habe ich jetzt gemolken? Ich will doch die Ziege melken. So, lass mich doch die Ziege melken. Kann nicht wahr sein. Oh, endlich. Finally. Aber er kann immer keine Milch. Sie. Pumbi, Pumbi, sie. Oh, wollen wir mal nachgucken, was Pumbi ist. Gut. Bevor ich da jetzt aber was hinstelle, warte mal, ich ändere das jetzt sofort. Ah, schon wieder so eine dämliche Hühnerstatue, wo ich nicht weiß, was man damit macht. Wenn ich hier noch Ställe hinbaue, dann könnte ich hier auch eigentlich eine Verkaufsstatue hinstellen. Ich glaube, das würde sogar Sinn machen. Wobei ich glaube, das auch relativ egal ist. Ich glaube, das ist auch ziemlich egal, ob wir da die Verkaufsstatue hinstellen. Wir können ja da erstmal herstellen, wir haben die Truhe. Ja, ich glaube, das funktioniert. Was sind das eigentlich für... Ach, das war Saatguterzeuger. So, wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Truhe. Ich will doch nur das Ei aufheben. Ah, was ist denn hier heute los, ey? Ich möchte... Mein Gott, Mann. Kann nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich weiß... Ich weiß nur nicht... Ich glaube. Ich glaube tatsächlich.
Ich habe meinen Gedanken verloren. Das glaube ich tatsächlich. Ach so, dass wir am letzten Tag auf jeden Fall Gras anbauen sollten. So, kurz gucken, wie wir das anbauen. Haben wir so irgendwas? Nee, noch nicht, okay. Wir sollen auf jeden Fall Gras anbauen. Eins reicht, glaube ich. Egal, jetzt habe ich 20. So. Braucht dann auf jeden Fall noch. Achso. Braucht auf jeden Fall noch einen Holzzaun. 2. Und dann müssen wir das morgen anbauen. Ja, morgen ist der letzte Tag. Ja, das müssen wir auf jeden Fall so machen. Ah, warte mal, ich kann skippen. Ich kann nach Gunther gehen. Nein. Ja. Kann ich ihm das Ei geben? Dann machen wir morgen die Bündel fertig. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch mehr tatsächlich. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe jetzt nur an die Tiere gedacht, aber ich brauche sie auch zum, um Heu herzustellen und so. Also ja, ich werde auf jeden Fall noch mehr herstellen. So, mach mal Geode. Ah, das sind nur so Mittel. Kohle ist ziemlich langweilig. Iridium ist gut. Was ist das? Etwas, was wir anscheinend schon haben. Das haben wir noch nicht, das kenne ich nicht. Weiß Gefühl, ich habe nicht genug Platz in der Unter. Ich habe nicht genug Platz in der Unter. Haben wir das schon abgegeben? Ja, haben wir. Iridium wäre nicht schlecht, aber ich glaube, das ist in der nicht drin, in der gefrorenen. Ich glaube, das fängt ab Magma an. Magma-Giode und dann Omni-Giode kann eh alles drin sein, das weiß ich tatsächlich. Und ich weiß auch, man könnte das dupen. Okay, das zeige ich euch, wenn wir das zeitig hinkriegen. Was kann ich hier hin? Das ist schön, das passt. Doch, das kriegen wir zeitlich hin. Da zeige ich euch mal, wie man das tut. Ich weiß nicht, ob das mit dem Patch noch geht. Ich weiß aber, dass das auf jeden Fall mal ging. Ich glaube, könnte sein. Nee, wobei eigentlich, es gab schon lange kein Patch mehr. Also, wenn die Videos mich nicht angelogen haben, dann geht das immer noch. Dann zeige ich euch das mal. Dieser Stein. So. Das soll ich noch Robin geben. Ja. Ich brauche dich und ich brauche Kohle. Ich weiß nicht, wie viel. 10, glaube ich, sind es, aber ich nehme alle mit. Ich nehme alle mit, ist egal. Dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir noch einen Robin bekommen, damit wir die Quest noch abschließen können. Dann haben wir nahezu keine Quests mehr offen. Nahezu. So. So. Wir öffnen jetzt eine Omni, oder? Ja, das ist nicht das Beste, aber geil, wir nehmen mal das, was jetzt hier drin ist. Wir haben jetzt hier Arenid rausgekriegt. Und ich sage euch, wir kriegen jetzt hier auch Arenid raus. Hat das eine gekostet oder 10? Ich habe nicht drauf gehört. Weil tatsächlich mit dem Geoden, auch mit dem Brecher,
Das Spiel ist so designt. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Aber wenn Clint eine Geode öffnet und da ist jetzt ein Prismatic-Shard drin, damit machen das wahrscheinlich die meisten. Da ist ein Prismatic-Shard drin und ihr legt legt dann eine brecht ab und legt eine Geode in den Abbrech, in den Aufbrecher, dann müsste da eigentlich, wenn ich jetzt nichts Falsches gemacht habe und das noch richtig im Kopf habe, müsste da jetzt wieder ein, wie ist das Ding, Arenid rauskriegen. Und ja, genau. Es kommt wieder ein Arenid raus. Oder halt in unserem Beispiel, was ich mit dem Prismatic Shard, kommt ein Prismatic Shard raus. Weiß nicht, ob man das machen muss. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Ihr werdet es wahrscheinlich auch selten bis gar nicht benutzen. Weil zum Beispiel Schlammstein wäre jetzt sowas, das würde ich tatsächlich benutzen. Wir haben 67 Kohle. Wie viel Kohle? Eine Kohle, ja. Ich muss jetzt, glaube ich, nur warten, bis die Jule aufgebrochen ist. Ich will mal kurz was zu trinken einschütten. Genau, aber so funktioniert es. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wahrscheinlich, weil das die Geode davor. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass die erste Geode, die ich aufbreche, das ist so ein bisschen wie mit dem Lehm, die randomize die nächste Geode. Aber nur für Clint. Der Randomizer wird nicht resettet im Aufbrecher. Im Geodenbrecher. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. So erkläre ich mir das zumindest. Boah, 10 Kohle ist auch schon neues, aber. Da mal wenig Sinn. Den haben wir schon. Schönste wäre es natürlich gewesen, wenn ich das mit Prismatic Shard hätte zeigen können, aber. Weil das ist so random, dass man den kriegt, selten. Das wäre wahrscheinlich wirklich cool gewesen, das zu zeigen, aber. Ohne Prismatic Shard kann ich es nicht zeigen. Jetzt habe ich zumindest die Geonen weg. Okay, das heißt Geodenbrecher. Ich hoffe, das würde noch anders heißen. Aber eigentlich ist der Name ja noch relativ egal. Das sieht so beschissen aus, das hauen wir mal hier hin. Das sieht aus wie Tierpup. So, Robin, komm her. Oh. Ah, das fühlt sich gut an. Du bist im Eiswasserbahn. Was liegt da neben dir? Achso, dein Hemd. Das Wasser war noch nie sauberer. Ah, okay, ja, okay. Macht Sinn, das ist die Zwischensequenz. Und das gilt auch für mich. Hehehe. Okay, schöne Sequenz, vielleicht ein bisschen unnötig im Winter, aber schöne Sequenz. Kann man hinnehmen. So. Oh, du hast es mitgebracht. Ich wusste, dass ich mich immer auf dich verlassen kann, Jimmy. Dieses Holz ist perfekt. Das ist genau das, was ich brauche. So ein bisschen wie Robin redet, ne? Ich weiß, sie liebt wahrscheinlich mehr ihre Arbeit als jede andere Person, mal abgesehen von ihrer Tochter. Aber so wie sie redet, da frage ich mich schon manchmal, warum es da nicht doch eine Möglichkeit gibt. Oh, ich weiß, ich kann mich immer auf dich verlassen. Schwierig. Weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf. I don't know. So. Da. Ah, da war noch was. So.
Was mache ich mit ihr jetzt eigentlich? Verkaufen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich komplett übersehen, wenn ich ehrlich sein soll. Habe ich komplett übersehen. Was mache ich mit dem Helm? Verkaufe ich den Helm? Aber das macht doch keinen Sinn, oder? Wir haben doch normale Kristallfrucht, die wir nicht mehr brauchen. Oh, zumindest eine Sache zu verkaufen, Amin. Was mache ich damit? Kann ich den aufsetzen? Kann ich nicht. Okay. Oh, weg damit. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wenn ich ehrlich sein soll. Falsche Truhe. Richtige Truhe. Die brauchen noch Ends. Das Sinn? Ich fange hier an. Ich würde hier ein Tor hinmachen, weil ich das sonst glaube ich nicht sehe. Ich glaube ja. Ich glaube, ich würde hier ein Tor hinmachen. Eigentlich wollte ich es offen machen, offen lassen, aber. Ich glaube, sonst sehe ich das nicht. Dann würde ich bis hier gehen. Dann machen wir hier. Oh, falsche Ecke. Könntest du hier raus? Kommst du auch ohne mich hier raus? Oder machen wir hier? Aber brauchen wir auf jeden Fall noch Grasbünde. Brauchen wir auf jeden Fall noch Grasbünde. Dann machen wir hier überall Gras hin. Was heute funktioniert, aber brauchen wir Grasbünde noch und nöcher. Ich brauche eigentlich ein. Gut, so mehr, so besser. So mehr, so besser. Das macht im Deutschen keinen Sinn, der Satz. Boah, alle Fasern aufgebaut. Je mehr wir haben, so besser ist es. Keine Frage, aber ich brauche eigentlich nur eine in den Stellen drin. Aber ein sehr kurzer Tag. Aber ist manchmal so. Ja, aber durchs Laufen und so trotzdem relativ lange. So, letzter Tag des normalen Minecrafts. Des normalen Stardew Valleys, des normalen, des ersten Winters des ersten Jahres. So, jetzt müssen wir vorbereiten für den Frühling. Jetzt müssen wir uns vorbereiten. Ja, das ist wohl nichts mehr. Schade eigentlich. So. Warum bin ich nicht in die weichende Pilzhöhle? Jetzt müsste der spreaden, dürfte aber nicht kaputt gehen, wenn die Tiere da drin waren. So. Ach, ich könnte hier auch einfach mal Artefakte kriegen. Artefakte kriegen. Aber kümmern wir uns erstmal um die Hühner. Ich war doch mit Holz hier, ne? Kann mir mal einer erzählen, warum ich nicht so klug war?
und habe gleich eine Truhe gebaut. Weil ich da einfach nicht dran gedacht habe. Aber gut. Futter brauchen sie auch noch. So. 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 Du bist zugehört zu. Hallo, 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 hallo. Hallo und hallo. Oh, das gibt ja auch immer genauso viel wie Platz ist. Das finde ich gut. Das finde ich nice. Mein Gott, falsche Taste. Kannst du schon? Gibst du schon? Ne. Gibst du jetzt schon? Nein, ich will dich nicht nochmal. Ja. So. So. Oh, wir haben keine. Hab ich alle angesprochen? Macht den Eindruck. Kein normalen Käse rausgerichtet, das wundert mich ein bisschen, wenn ich ehrlich sein soll. So. Ich glaube, ich brauche gar keine 50. Ich glaube, das spreadet auch so, aber. Ich habe sie gemacht. Ich bin mit dem Faser-Spread jetzt hier noch nicht so. Oder mit dem Gras-Seed, was es hier ein bisschen mehr ist, noch nicht so bewandert. Ja, was gucken. Wenn ich da jetzt den gleichen Trick mache wie bei den Kühen, baue ich den dann ab oder bleibt der? Ja, wenn der bleibt, wäre es natürlich mega nice, weil es dann weiter spreadet. Zumindest so, wie ich es verstehe. Aber müssen wir mal gucken. So. Er hat nur goldenen Käse gekriegt. Nur goldenen Käse. Es ist zwar cool. Und das will ich auch eigentlich haben, damit ich eine Base aufbauen kann, damit ich das nächste verkaufen kann. Aber. Ich habe gerade nichts, um Geld zu machen. Bisschen schwierig. Ich könnte das Sashimi verkaufen, oder? Oder verkaufe ich den Käse? Der Käse ist besser. Den Käse mache ich aber nahezu immer aktuell. Ich glaube, ich würde, weil ich auch noch das Essen habe, gerade den 21er Käse verkaufen. Ich habe das Gefühl, das macht Sinn, um nochmal so viel wie möglich Geld rauszukriegen. Dann holen wir jetzt das Hartholz aus dem geheimen Wald. Und gehen mal gucken, was es kostet, den Stall zum Luxury-Stall abzugraden. 4.000 haben wir für das Schaf bezahlt. Nicht für das Schaf, für die Ziege bezahlt. Es ist halt die Frage. Wie viel wir ausgeben. Ja, okay. Wie viel wir. Ich hab schon wieder meinen Gedanken verloren. Wo war ich gerade? Ich hab wirklich. Das ist schlimm. Ich weiß gerade noch nicht, worüber ich gesprochen habe. Boah, ey. Ich weiß gar nicht, worin das liegt, weil ich den Dreiser und den so ein bisschen ADHS-mäßig. Ich habe wahrscheinlich kein ADHS mit höherer Wahrscheinlichkeit, weil ich sehr wenige, wie nennt man das? Anzeichen habe für ADHS. Das ist so, meine Sprachstörung ist so mehr oder weniger das Einzige.
Wobei das jetzt kein Sprachsprung war, das war jetzt einfach Gedankensprung, das war jetzt einfach eine andere Konzentration auf was anderes und dann war es weg. Weiß nicht, wie man das nennt. Also ich habe sehr wahrscheinlich kein ADHS. Ich bin aber auch tatsächlich nicht getestet. Ich glaube, als Kind weiß ich nicht, bis ich meine Eltern mal fragen. Aber ey, manchmal fühle ich mich, als ob ich sonst was hätte. Vorhin, das Schlimme ist, das ist ja noch kein... Naja, wobei, das weiß ich gar nicht. Ob das nicht ein Zeichen für Alzheimer später ist. Aber der Gedanke, also für mich zeichnet sich das immer so ab, dass ich einen Gedanken habe, den Gedanken formulieren möchte, aber der Gedanke so schnell weg ist, beziehungsweise so schnell irrelevant für mich wird, dass ich halt einfach den Gedanken verliere. Ich habe das auch oft beim Schreiben. Keine Ahnung, einer schreibt mir, ey, ich habe mir gerade das Bein gebrochen. Und ich sag, naja, das ist ein schlechtes Beispiel. Sagt mir, er hat gerade das und das Rezept gemacht und ich sollte das mal ausprobieren. Und anstatt dann zu antworten, ey, was hast du denn für ein cooles Rezept gemacht, sind meine Gedanken ganz schnell auch sonst wo. Das ist auch beim Schreiben, also wirklich beim Schreiben so von wegen, was hast du denn gemacht? Kannst du mir das sagen? Ach so, wir wollten uns doch. Und dann ist mein Gedanke schon wieder ganz anders. So, Bäume müssen wir auch anpflanzen. Das müssen wir auch mal vorbereiten, tatsächlich. So, jetzt ist der Käse endgültig weg. Was können wir für Boden bauen? Nehmen wir Pflasterpfade erstmal. Ja, warum nicht? Das sieht besser aus. Ja, ich glaube, ich brauche zwei mindestens. Mindestens. Nicht hier, einfach nur um die Bäume auch so ein bisschen abzugrenzen, weil die wollte ich auf jeden Fall versetzen. Ach komm schon. Okay, das sieht cool aus. Nee, das gefällt mir nicht. Das connectet doch nicht. Das weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht. Okay. Wenn wir... Feld. Tiere. Machen wir hier... Kann ich Baumbeschleuniger herstellen? Dann könnte ich alle anpflanzen. Baumdünger. Qualität zur Hydrogen, Geschwindigkeit Wachs. Fasern. Okay. Ist aber auch egal, weil. Ist auch egal, weil wir morgen. Weil wir. Morgen Sommer haben. Frühling haben. Sommer. Oh, 2-2. Da ist der Köder noch. Ungemeiner Reis, gemischte Saat, Pflaume. Da wäre auch noch höher gewesen. Habe ich das noch nicht abgegeben? Aber. Doch, das habe ich schon. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Dass ich jetzt nicht mehr, dass ich jetzt Fasern brauche, ist das schon wieder. Egal. So. Hier kommt noch. Ich würde das hier machen, glaube ich. Packen wir mal kurz hier hin alles. Da darf drumherum nichts sein. Ist hier die Frage, ob das zählt oder nicht. Das ist eine gute Frage. Das macht ohne Baumdünger keinen Sinn.
Das macht ohne Baumdünger keinen Sinn, weil das braucht, da braucht die Jahre zum Düngen, zum Wachsen. Das macht einfach keinen Sinn. Gut. Der letzte Tag, aber ein bisschen Planung, aber zugegebenermaßen nicht der produktivste. Ist aber auch egal. So, Samen, Samen, Bam, Bam, Samen, Bam, Bam, Samen, Bam, Bam. Das hört sich auch falsch an. Ja, wie viel habe ich denn? 2, 4, 8 habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach komm schon. Sieben. Ja, ich gehe nur nach hier. Das macht am meisten Sinn. Acht. Mal kurz zu Ende bauen. Ich hoffe, dass es geht. Aber ich brauche auf jeden Fall deutlich mehr Weg. Merke ich gerade. Ich hoffe, dass das geht. Ich weiß nicht, ob der Weg zählt. Also ich weiß, dass da kein Gebäude oder so zwischen sein darf. Ich weiß ja nicht, ob das schon das kaputt macht. Müssen wir uns angucken. Wobei, warte, das können wir eigentlich zu Ende machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann ist 1 falsch. Also ich frage, welches. Ich glaube, wir machen das weg. Ist okay. Da sollte ich nichts machen. Da. Oh, irgendwie mag ich das aber auch nicht. Irgendwie passt das auch nicht. Aber der Holz ist noch beschissener. Echt jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wenn das hier die Mitte ist. Wir sind 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 6. Und das Problem ist, wie kriege ich das denn hin? Ich müsste 5, 5 machen. Das heißt, ich müsste. Mal ganz kurz. Müsste so machen. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sieht besser aus, glaube ich. Sind überall 2. Okay, nice. Das war das erste Jahr von Stardew Valley. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ab der nächsten Folge Stardew Valley wird sich ein bisschen was ändern. Das seht ihr aber dann und das erkläre ich dann. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, meine lieben Kohlinge. Wir bleiben nicht mehr so viel zusammen, außer Gute Nacht und Würselnkohl, weil das war es grundsätzlich.
Der Winter ist durch, das erste Jahr ist durch, wir gucken nochmal hier durch. Wetterbericht, willkommen, Kurs. Wetter vorher für morgen, wird ein wunderschöner sonniger Tag. Ich weiß jetzt, das habe ich nur für den Tag. Grüße kündigen, Preise per Süßigkeit. Aber ich habe gedacht, die hätten wir schon. Das erste Jahr, Sir, du hättest es geschafft. Ja, auf jeden Fall Handwerkswaren. Auf jeden Fall. 10% schneller wachsen ist auch nice, aber die Handwerkswaren sind besser. Die bringen mir mehr Geld. Gut. Ab morgen. Ab übermorgen. Ab der nächsten Stardew Valley-Folge gibt es ein neues Spiel sozusagen. Ich wünsche euch was. Bleibt uns treu. Schreibt in die Kommentare wie immer. Bis dahin, wir sind cool.